Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute aus dem wunderschönen Heidelberg. Das Wetter ist allerdings nicht so wunderschön. Ziemlich bewölkt und windet, aber es ist nicht so kalt, es hat 12 Grad oder so, also eigentlich geht es voll klar. Und ich bin heute mit Manu hier und wir checken mal die Trails aus, gehen mal auf die Trails. Ich habe wieder richtig Bock hier zu fahren, endlich wieder hier, weil mir hat das letzte Mal schon mega Spaß gemacht hier. Wie ihr seht, ich bin wieder mit der GoPro Hero 8 unterwegs, aus dem Schaltwerk Schweigern habe ich die ja gerade ausgeliehen. Und ja, jetzt geht's auf die Trails, würde ich sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ja, es geht los. Wir fahren hoch, wir müssen erstmal hochtreten und wir sehen uns gleich auf dem Trail, wenn wir oben sind. Let's go! Ja Leute, also bei dem Wetter mache ich jetzt mal ein bisschen mehr Luft in den Reifen rein. Ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass ihr bei so nassem Wetter ein bisschen mehr reinmachen sollt, aber ein bisschen weniger reinmachen sollt. Aber hier in Heidelberg ist doch schon ziemlich ruppig, viele Steine und Wurzeln. Und ich hatte gerade 0,8 in meinem Reifen. Das ist vielleicht nicht so gut, aber jetzt müsste das schon besser sein. Ja Leute, wir sind gerade am Hochtreten. Da vorne ist der Turm. Also wir haben es gleich geschafft, sind gleich oben am Königsstuhl. Und ja, ihr könnt hier eigentlich ganz lässig Manu. Geil. Ja, ihr könnt da hier eigentlich ganz lässig den Weg hochtreten. Ist eigentlich gar nicht so weit. Und gar nicht so steil vor allem. Also geht schon ein Stück hoch, aber man kann echt gut und entspannt treten und sich währenddessen auch unterhalten. Es geht echt mega klar. Und ja, wir sind jetzt oben. Und da gibt es eine Million Varianten gefühlt, hier runter zu fahren. Und noch Asphalt. Ja, genau. Und ja, mit dem Enduro ist man hier, denke ich, ziemlich gut aufgehoben. Da kann man entspannt hochtreten. Es gibt übrigens auch eine Fahrstraße hier hoch, also falls ihr euch shutteln wollt gegenseitig, ist es hier auch kein Problem. Genau, sonst kann man mit einem Bus, glaube ich, irgendwie hochfahren, aber der fährt voll selten. Ja, und die Zahnradbahn vorne, die kann man nicht benutzen, die ist für Biker nicht erlaubt. Aber ja, geht eigentlich mega gut zum Treten, entspannt mit dem Enduro. Und ja, ich würde sagen, da vorne geht der Trail los, wir sehen uns gleich auf dem Trail. Let's go. Let's get ready to rumble. Ah, ja. Let's go. Oh ja, nass. Alter, warum ist es so nass? Ah. Oh ja. Geil, Mann. Wir müssen da, glaube ich, geradeaus weiter. Okay. Geil. Der Manu hat Spaß. Das ist sehr gut. Boah, da oben bleiben. Also ist mega rutschig. Mit den ganzen Wurzeln heute. Ich habe keinen Bock, mich heute aufs Maul zu legen. Meine Bremse quietscht irgendwie komisch, aber naja. Manu? Sehr geil. So, zweiter Teil im Trail. Ah, da stempelt mein Firebird einfach schön. Wunderbar. Wunderbar. Kleiner Sprung. Sieht man relativ wenig im Wald, es ist dunkel. Gott sei Dank habe ich mein klares Glas in meine Brille gemacht. Ich wäre jetzt ziemlich am Arsch, aber works. Woohoo! Macht das Bock, Mann. Wow. Shit! Das war unter Bodenschutz. Ja. Alter.
krank. Krank, Mann, was geht denn? Halt, hier lang. Also Leute, es ist mega kalt hier oben. Ihr seht das Aussicht Heidelberg, aber es fängt an zu regnen. Mega das Scheißwetter. Schnell zum Trail, da windet es vielleicht nicht mehr so. Geil, Mann, das macht so Bock. Obwohl es nass ist. Geil, Mann. Meine Lungen kollabieren. Ja, geil. Also ich drink and drive, only smoke and fly. Also ich bin echt mal gespannt, was die GoPro hier Lowlight kann, weil es ist echt mega dunkel. Ich bin echt mal gespannt, was die neue kann. Ja, und ich würde sagen, wir fahren mal, ich mache euch hier nochmal sauber und dann fahren wir mal die Kurven hier. Let's go, viel Spaß. Meine Bremse quietscht. Cool. Boah, die hat einer wieder gut geshaped. Das ist geil, Mann. Danke an den Dude, der hier mit der Schaufel war und das neue geshaped hat. Das ist echt mega cool. Zum Beispiel der hier. Oder der. Oh, ein Matschloch. Das kann man bestimmt gappen. Oh, hier war ich im Sommer einfach so viel schneller. Boah, hier ist es wieder übel dunkel. Aber hier hat auch jemand die Kurven neu gemacht. Das ist geil. Jo. Das Geile. Ja. So, jetzt kommen ein paar Sprünge. Sind eigentlich ganz lässig. Aber das sind... Hat er gemacht? Ja. Sehr geil. Oh geil, die sind hier am Bauen. Yo Leute, also wir haben jetzt hier im Wald ein bisschen gefilmt. Bisschen von außen mit der großen Kamera. Bei der GoPro ist jetzt der Akku leer, also zur Zeit, dass Schluss für heute ist, wird auch schon ziemlich dunkel, ich sehe fast nichts mehr beim Fahren. Ein paar Bilder hat der Manu auch gemacht, die seht ihr bei mir auf Instagram, schaut da mal vorbei und mein Manu natürlich auch. Ich blende es euch einfach mal ein, oder? Ist doch eine gute Sache. Und genau, ich würde sagen, ihr seht jetzt ein kleines Edit von hier, so Mini-Edit, was wir jetzt gefilmt haben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich unten am Auto nochmal. Viel Spaß euch! Now.
Der Manu hat mal sein Fahrrad da dazwischen gestellt. Perfekter Parkplatz, sagt er. Ja, mal gucken. Ah, das geht easy eigentlich. Und der Sprung ist mega lässig, also von daher. Bin gerade echt stoked, dass das hier alles so gut klappt. Normalerweise bin ich eher so der technischere Enduro-Fahrer und nicht so der Sprungtyp. Ist nicht so meins, ich kacke mich da immer ziemlich an und verziehe dann auch mal den einen gern, weil ich denke, keine Ahnung, weil ich irgendwie komische Sachen mache. Bin letzte Woche auch an einem Table gestürzt, richtig dumm einfach. Aber ja, so ist es, passiert manchmal. Deshalb finde ich es gerade mega lässig, dass es hier so gut klappt. Und ja, schieb gerade hoch für die nächste Runde. Und genau, mal gucken, ob wir es über das Fahrrad drüber schaffen. Okay, so, jetzt gucken wir mal, ob wir es über das Fahrrad schaffen. Viel zu weit. Viel zu weit und Meter hoch übers Fahrrad. Ja, geil. Jo Leute, die Räder sind wieder auf dem Auto aufgeladen. Manu übrigens, Manu sein neuer Bus. Wenn ihr da mal so eine Art Roomtour davon wollt, dann schreibt das mal fleißig in die Kommentare, beziehungsweise stimmt mal da oben ab. Ich mache da mal eine Abstimmung, ob ihr den mal von innen sehen wollt. Richtig cool. Und ja, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hier eine kleine Runde mal wieder in Heidelberg. Ich fand's richtig cool und es hat sich mega gelohnt, wieder hierher zu kommen. Der Manu hat's auch richtig Bock gemacht. Also die Trails hier lohnen sich echt. Genau, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich arg freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, damit wir mal ein paar mehr Abonnenten bekommen. Ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.